Hallo und herzlich willkommen bei einem Video. Diesmal auf einem iPod. Wow, super. Ich will euch was zeigen, denn dieses Spiel Air Coaster Bro, da gibt's relativ lustige Strecken und auch gute Strecken, die ich gemacht habe. So, ich mach das Licht mal aus, ist glaube ich besser so. Ja, ich zeige sie euch mal. Diese App hier ist gut aufgebaut, da kann man bauen. Hier sind die ganzen Tracks, also die ganzen Bahnen, die Profile, Updates und Community. Ich zeige mal die Tracks von vorne. Die erste heißt Marolla. Und man kann Hintergrund und so halt auswählen. Aber ich zeige euch die einfach mal. Und mal kurz Ton an. Keinen großartigen, wir können jetzt noch einsteigen ins Gefährt. Hören jetzt ein bisschen was. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, wird die Bahn nicht so schnell wie jetzt, weil ihr seht 3600 km/h. Und das war eine der ersten Bahnen, die mein Bruder und ich gebaut haben. Was ich dazu sagen muss, der iPod gehört meinem Bruder. Und deswegen zeige ich es euch jetzt, weil er ihn platt machen will. Also halt leer machen will, weil ich ihn dann bekomme. Ja, super. Alter, aber Old but Gold heißt das schöne Sprichwort. Und jetzt zeige ich euch die zweite. Der ist Hell Yeah. Ist eine sehr gute Bahn, ist von meinem Bruder. Der kann es besser, das Spiel, muss ich sagen. Ich glaube, die erste war sogar von mir. Eine Bremse. Also wir können jetzt mal vergleichen, die Bank gerade eben und dann die. Also die ist schon sehr viel anspruchsvoller. Aber mein Bruder hat auch gesagt, dass das schon, dass er da krank hobbylos war zu dem Zeitpunkt, als er die Bahn gemacht hat. Und ihr seht auch, das geht nicht zu hohe Geschwindigkeiten. Das heißt, oder doch? Okay. Aber nicht zu so hohen, dass dann wir zu 3000 km/h wird. Recovered Track jetzt. Was ist das für eine Strecke? Sieht so aus, als wenn sie von mir wäre. Also ihr müsst alle müsst wissen, alle schlechten Bahnen sind von mir. Nicht aus Prinzip, sondern ich hab's halt damals nicht gekonnt. Die App ist schon länger, schon älter. Und da wusste ich erstens nicht, wie man so mit einem iPod umgeht. Und zweitens, warum, keine Ahnung. Ich hab's einfach Spaß gemacht, irgendeinen Scheiß zu machen. Und yeah. Am Kopf fahren. Ist es eine gute Achterbahn oder ist es eine, die zu schnell wird? Die sieht sogar nicht schlecht aus. Also so sieht sie von außen aus. Sehr interessant. Und würde ich sagen, machen wir die nächste. UG, UG, wahrscheinlich auch genannt. Okay. In einem. Okay, ich glaube, die brauche ich euch nicht vorspielen, weil die sehr langsam geht. Also, ihr müsst euch vorstellen, die geht hier so in Schneckentempo da hoch und dann geht es wieder ganz schnell runter. Wartet kurz, ich zeige euch nochmal, wie es runter geht.
Okay, ist die Bahn. Also gehen wir noch mal rein. Und jetzt geht's halt so ganz schnell runter. Und dann geht es so ganz langsam rum, aber das ist ja nicht wert zu zeigen einfach. Dann M1, das ist, müsste meine sein, wegen dem M, wisst ihr, meinen Namen, das ist genau das gleiche. Oder? Ja, genau, ist genau das gleiche. Dann nochmal M1, das ist wieder das gleiche, Fragezeichen. Ja, gut. Ach gut. Marius. Ist wieder das gleiche. Ja. Ich hatte halt Spaß, meinen Sachen Namen zu geben. Recovered Track ist eine andere. Sieht so auch gar nicht so schlecht aus. Yeah. Wow. Ganz okay. Also eine Bahn, die einfach nichts Besonderes ist, aber jetzt auch keine zu schnelle Bahn, also in Ordnung. Das war jetzt Recovered, manchmal Fu. Das könnte von mir sein. Oder von meinem Bruder, weiß ich jetzt nicht. Okay, wie die aussieht, die ist von mir. Ach du Scheiße, wie sieht die aus? Und wie bewegt sich die Kamera bitte? Okay, jetzt. Hinsetzen. Los geht die spannende Fahrt. Ja. Spannend. Am Kopf hinab ins in den Tod. Du hast es auch immer so darstellen soll. Aua, durch das durch. Dann wieder durch. Ein Teil durch, okay. Sieht auch sehr spannend aus. Also den kann man leider nicht verändern. Man kann einen Screenshot machen hier, aber hier Kamera zoomen weg geht nicht leider so gut. Dann machen wir noch mal My God. Ich hoffe, das ist keine so riesige Bahn. Oder doch? Fängt mit einem Looping an. Wird wahrscheinlich von meinem Bruder sein. So wie die gut gebaut ist. Nee, doch von mir. Wahrscheinlich ist es auch so eine überpowerte mit 3600 km/h. So sieht das Ganze aus. Ja, genau. Ich würde sagen, das war's vom ersten Teil. Es gibt hier noch ein paar mehr. Den seht ihr im nächsten Part. Danke fürs Anschauen. Tschüss, euer Zuckerfreak. Bis zum Part 2. Ciao.